eine etwas andere Perspektive als sonst. Ich dachte mir, ich mache jetzt quasi ein T-Fragezeichen-Vlog, keine Ahnung. Ja, also ich weiß gar nicht, sieht man das jetzt überhaupt? Ich glaube, ich bin viel zu nah an der Kamera. Kügelchen ist da. Und es sind nur noch, heute ist der 6., 5. Das heißt, es sind nur noch 22 Tage bis zum errechneten Geburtstermin. Und ja, ob das noch so lange dauert, ob es länger dauert, ob ich quasi eine Punktlandung mache. Ich habe keine Ahnung. Also durch meinen Schlauchmagen ist es oft so, dass die Kinder früher kommen. Im Gefühl habe ich aber irgendwie so, dass er sich noch ein bisschen Zeit lässt. Ich hoffe es ehrlich gesagt auch, weil er relativ klein, also nee, nicht klein, zierlich ist. Und kommt halt nicht nach Mama, kommt halt nach Papa. Und ja, ich dachte mir, ist doch vielleicht spannend, auch so ein bisschen für mich, die letzten Tage der Schwangerschaft, auch die letzten Tage in quasi meinem alten Leben mal so zu begleiten, wie das. Ja, wie sich das auch für mich anfühlt, wie sich das emotional anfühlt. Auch wie ich energietechnisch drauf bin, weil die lässt teilweise doch sehr zu wünschen übrig. Heute geht's einigermaßen. Aber in der Regel bin ich halt einfach schlagkaputt und bin froh, wenn ich nichts machen muss. Also zum Beispiel waren wir letzte Woche Donnerstag. Hatte ich wirklich einen sehr anstrengenden Tag. Ich bin morgens, also für mich in meinem Zustand anstrengend. Ja, sonst ist es nichts. Aber ja, also ich hatte auf jeden Fall morgens hatte ich einen ganz normalen Frauenarzttermin fürs CTG. Und da mein Frauenarzt in Frankfurt ist, ich aber nicht in Frankfurt wohne, brauche ich ungefähr pro Strecke 1,5 Stunden, um dahin zu kommen. Also erstmal, um zum Bahnhof zu laufen, was momentan auch länger dauert. Also ganz ehrlich, ich habe mal über 150 Kilo gewogen. So anstrengend war es nicht. Aber gut. Ne? Ja, so ist es halt. Also, ne, also erstmal zum Bahnhof hinlaufen, dann die Bahn. Bahnfahrt dauert, dauert denn die Bahnfahrt? Halbe Stunde oder so? Also jetzt nicht so lang. Für jemanden, der regelmäßig so eine Strecke fährt, weiß, dass das, ne, also. Ach, hier steht alles rum. Und dann muss ich halt dann noch, ne, weiter, um dahin zu kommen und so. Und das sind dann immer so ungefähr anderthalb, also reine Fahrzeit ist es das nicht, aber es dauert halt einfach. Ne? Also 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück. Dann muss ich auch immer früher, also zumindest zu den Terminen, früher los, weil ich die U-Bahn, die ich nehmen müsste, sonst verpasse. Also, ne, das ist Umsteigezeit und sowas. Ja. Das heißt, ich dann also morgens um 8:30 los zum Arzt. Ich habe die Nächte sowieso schon wieder nicht gut geschlafen vorher. Mache ich schon seit Wochen, schlafe ich nicht gut. Oder nicht viel. Und ich war dann um, wann war ich denn zu Hause? Um 1:30 war ich wieder zu Hause. Also so ein Arztbesuch ist dann halt, ne, dauert dann halt
Zumal dann auch noch, wenn ich die Bahn gerade verpasse, meine Bahn fährt nur alle halbe Stunde, hast du halt Pech gehabt. Ja, musst du halt warten. Und ich bin dann quasi zu Hause rein, hab mich, bin noch mal kurz aufs Klo und dann sind wir quasi direkt weiter, weil ich dann noch den Termin zum im Krankenhaus hatte, weil ich eine Gerinnungsstörung habe, nichts Dramatisches. Es ist einfach nur, ich habe ein doppelt so hohes, ich glaube doppelt so hoch, ich müsste nochmal nachgucken, aber Risiko für eine tiefe Beinvenenthrombose, das ist halt vererbt. Und das ist jetzt in der Regel, ist es nicht dramatisch. Ich muss halt, wenn ich länger sitze, bettlägerig bin, sprich irgendwie länger als 2-3 Tage im Bett liege nach einer OP oder was weiß ich, ne, muss ich halt Antithrombosespritzen mir geben, Stützstrümpfe tragen und so Kram. Also wirklich nichts Schlimmes. Aber es muss halt abgeklärt werden, weil du im Wochenbett halt auch ein erhöhtes Thromboserisiko sowieso nochmal hast. Ich muss spritzen im Wochenbett. Ist auch nicht dramatisch, tut nicht weh und ist auch, es sind so ganz kleine, hauchdünne Nädelchen, die merkt man kaum. Und da musste ich dann nochmal zum Arzt hin und dann auch da wieder die Lauferei und sowas. Und wann waren wir denn dann schlussendlich zu Hause? Ich glaube, wir waren dann um 3:30, 4 oder sowas waren wir dann zu Hause. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen was gemacht. Und ich war dann halt einfach wirklich schlagkaputt. Und habe dann den Freitag und den Samstag hatte ich dann richtig fies Migräne. Gestern ging es dann wieder einigermaßen. Und also momentan ist halt alles einfach nochmal anstrengender. Und aber wie gesagt, heute geht's eigentlich. Und ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Also warum das nicht irgendwie aufnehmen? Und was heute für mich auf meinem theoretischen Plan steht, ich mach das mal ein bisschen runter, weil es ist irgendwie so, Entschuldigung. Ich bin sonst so weit irgendwie, keine Ahnung. Ich muss das noch üben. Ich habe zumindest schon mal ein Ringlicht. geplant ist heute auf jeden Fall, dass ich Babysachen wasche. Die sind schon in der Waschmaschine. Also falls ihr es irgendwie rumpeln hört oder sowas, ist die Waschmaschine. Dann muss ich die Wäsche, die wir gestern gewaschen haben, noch abhängen. Und was heute ganz groß auf dem Plan steht, ist mit dem Meal Prep anfangen. Weil so viel Zeit habe ich nicht mehr. Und ich möchte es meinem Mann auch so einfach und schön wie möglich machen. Er ist die ersten 2 Monate zu Hause, wofür ich unfassbar dankbar bin. Mir war das auch wichtig, dass er die erste Zeit auch intensiv mitbekommt. Auch einfach für die Bindung zum Baby. Aber halt auch einfach, weil ich ja halt diese Thrombosespritzen nehmen muss, weil ich nicht weiß, wie es mir danach geht. Ich weiß zum Beispiel auch überhaupt nicht, wie sich das auf meine Migräne auswirkt. Ich habe da echt so ein bisschen Schiss, dass es halt, dass dieser ganze Hormonumschwung und sowas, dass der halt meiner Migräne gar nicht gefällt. Und deswegen war es mir sehr wichtig, dass er da ist. Und er ist da. Aber wie gesagt, ich möchte halt so viel wie möglich vorbereiten. Und das ist auf jeden Fall für heute der Plan. Das heißt, ich werde heute mich noch so ein bisschen um die Wäsche kümmern. Und wie gesagt, dann vorkochen, anfangen vorzukochen. Geplant sind heute Hackfleischbällchen, Frikadellen und so eine Bolognese-Soße. Also im Prinzip Sachen, die man dann einfach weiterverarbeiten kann. Und zusätzlich ist dann noch Tomatensuppe und Tomatensoße geplant. Also wirklich alles so Sachen, die man dann quasi einfach nur noch zusammenschmeißen kann. Von gestern haben wir noch Gemüsesuppe übrig. Die werde ich auch noch mit einfrieren. Und dann
will ich auch auf jeden Fall noch Brote backen. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt. Das ist von Welt verborgen, Wert verborgen. Die macht ganz viele Brotbackvideos. Und da gibt es auch Videos zum Brot einkochen. Und das funktioniert richtig gut. Das habe ich schon gemacht, schon mehrfach gemacht. Und das Brot ist super lecker. Und ja, das kann man halt super einkochen und fertig machen. Und wenn wir da dann halt irgendwie nochmal so 6 kleine Brote da haben, dann passt das. Und ich will halt auch gucken, dass ich den Kühlschrank ein bisschen aufräume und ausräume, ob ich das alles, also das werde ich nicht alles heute schaffen, das ist mir schon klar. Ich bin ja schon kaputt, wenn ich einmal Treppe hoch und Treppe runter gehe. Ja, aber das ist auf jeden Fall geplant. Ich habe unten im Keller noch meine ganzen Weggläser, die werde ich dann nachher noch hochholen und dann fertig machen und die dann einmal auskochen. Und dann werde ich halt, also ich werde sie nicht in dem Sinne einkochen, dass sie dann in den Keller können, sondern ich werde das so machen, dass ich sie halt einfriere. Weil ich mit dem Einkochen einfach noch nicht so sicher bin, dass ich mir, Entschuldigung, ich muss mal gucken, dass ich da in die Kamera gucke. Ich bin damit halt einfach noch nicht so sicher, dass ich mir das zutraue, dass jetzt vor allen Dingen das in meinem Schwangerschaftsdemenzkopf, das dann alles richtig zu machen und dass dann nichts passiert. Deswegen werde ich es halt entweder für den Kühlschrank vorbereiten, also so Kühlkonserven machen. Das habe ich auch schon gemacht, das funktioniert auch sehr gut. Oder aber wie gesagt, direkt einfrieren, dass mein Mann das dann noch auftauen muss. Nudeln dazu machen muss oder Reis oder was weiß ich. Und ja, das ist auf jeden Fall für heute der Plan. Und ich werde mich zwischendurch immer mal melden, inwieweit ich vorangekommen bin. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie es funktioniert. Und ja, dann würde ich sagen, bis später. So, ich sehe ziemlich kaputt aus. Es ist auch schon fast 12 Uhr nachts. Also 23:57 Uhr, um genau zu sein. Und eigentlich müsste ich mal so langsam ins Bett, aber ich kann mal wieder nicht schlafen. Also, ja, ich weiß, sobald ich mich hinlege, bin ich halt wieder wach. Es ist halt einfach so. Ja, irgendwie hatte ich eigentlich vor, immer mal zwischendurch was aufzunehmen. Heute tagsüber habe ich aber irgendwie nicht gemacht. Aber ja, was ich auf jeden Fall heute geschafft habe, worüber ich tatsächlich auch ziemlich stolz bin, ne, ist, ich habe die Babysachen gewaschen und aufgehängt und die hänge ich morgen früh dann wieder ab. Und ich habe den Gefrierschrank aufgeräumt, also das Eisfach. Wir haben so einen zweigeteilten Kühlschrank, eine Seite Kühlschrank, eine Seite Gefrierschrank mit bla, keine Ahnung, nichts Wildes. Aber den habe ich aufgeräumt und ich habe einen P-Touch. Den habe ich mir schon, den P-Touch Cube, wann habe ich mir den denn gekauft? Schon vor längerem. Also den habe ich auch selber gekauft. Und ich mag ihn sehr gerne. Und label auch Dinge. Und ja, unter anderem habe ich dann hier auch, es ist so eine Actionbox, keine Ahnung welche, also so eine kleine halt. Und da habe ich Buchstaben drin. Und dann habe ich Buchstaben drauf geschrieben. Ja, ich habe auch noch ganz viele andere, wo ich meine Alkoholmarke reingetan habe, noch nicht die Copics, weil die muss ich, da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich die sortiere, aber die von Action und die von, wie heißt der Laden? Stampin' Up. Es ist schon spät, ich bin müde.
Und da habe ich dann auch noch hier so, ne, hier rot-orange ausgedruckt. Das habe ich eben noch gemacht, weil ich saß hier und mir gedacht, dann mache ich halt. Und ja, ich habe Gemüse, also die Gemüsesuppe von gestern eingefroren und ich habe Tomatensuppe gemacht. Genau. Ja, und morgen geht's dann weiter. Ach so, was ich auch noch gemacht habe, ist 2 Stunden geschlafen. Und ich höre immer eine Meditation, um runterzukommen. Bei der schlafe ich eigentlich immer ein. Und dann habe ich noch meine Dehnübungen gemacht. Also ich habe das Ding nennt sich Epino. Das führt Frau sich ein bis zu einer, also das ist, ich habe es jetzt oben im Schlafzimmer, mein Mann schläft schon und ich gehe jetzt nicht hoch, um das zu holen. Das hat quasi so ein Ballon, der ein bisschen die Form hat von einer 8. Der wird halt quasi in die Vagina eingeführt bis zur Hälfte und dann wird der halt aufgepumpt. Und das macht man so weit, also es soll nicht wehtun. Man spürt halt einen Druck, klar, ne, ist eine Dehnung. Aber ja, das ist halt dazu da, um das Gewebe vor der Geburt vorzubereiten. Und es soll Geburtsverletzungen vorbeugen. Ob das jetzt wirklich funktioniert oder nicht, weiß ich nicht, weil ne, ist das erste Mal. Aber ich denke, es kann halt auch nicht schaden. Ich habe sowohl meine Hebamme als auch meinen Arzt gefragt, also meinen Gynäkologen. Und ja, ich habe einen männlichen Gynäkologen. Und die meinten beide, versuch's. Also, wie gesagt, schaden kann's nicht. Ne? Und ja, das mache ich dann. Das geht dann ungefähr so eine halbe Stunde. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich das wirklich richtig mache. Weil natürlich findet man keine wirklichen Anleitungsvideos dazu. Aber ja, ich mache es dann halt immer so, dass ich dann es zuerst aufpumpe, bis es unangenehm wird. Und dann warte, bis sich quasi die Muskeln gewöhnt haben. Und dann pumpe ich dann nochmal auf. Eben bis es wieder unangenehm wird. Ja. Das mache ich so 2, ja 3 Mal, also quasi immer so in 10 Minuten Abständen. Und ja, ich komme damit ganz gut klar. Es ist nicht schmerzhaft. Und ja, ansonsten steht dann morgen an, es ist zumindest der Plan, dass ich weiter vorkoche. Genau. Und dass ich dann morgen ich bin so müde, dass ich die Worte nicht finde. dass ich dann morgen, je nachdem, wie weit ich mit dem Vorkochen komme, dass ich dann die ins Badezimmer gehe und da dann weiter aufräume. Weil mich, ich weiß nicht, das ist alles so, überall liegt was rum. Ich meine, in meinem Zimmer sieht es aus und es ist halt alles so furchtbar. Und es nervt mich und ich bin froh, dass ich heute so ein bisschen Energie hatte, um ein paar Sachen wegzumachen, zu erledigen, wie ich die erledigen wollte. Und ja, weil, wie gesagt, lang ist nicht mehr. Und ja. Gibt es sonst irgendwas Spannendes, was ich euch erzählen könnte?
Nö, also wie gesagt, heute war wirklich einfach ein paar Sachen, die ich, also ne, die Sachen, die ich erledigt habe. Und ja, bin ich ganz froh, dass ich es geschafft habe. Und ich werde auf meinem Blog werde ich dann auf jeden Fall das Rezept für die Tomatensuppe draufstellen, weil die Gemüsesuppe ist das einfachste der Welt. Wirklich. Mein Mann ist, was Gemüsesuppe betrifft, also er isst die unglaublich gerne. Und am liebsten isst er sie wirklich einfach Suppengrün in einen Topf mit Wasser, Gemüsebrühe, aufkochen, fertig. Ich pimp sie immer noch ein bisschen, also ich mache Markbällchen rein, weil ich die persönlich sehr gerne esse. Und dann mache ich noch Lorbeer und Wacholder und sowas mit rein. Na, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Und ja, ich mache mir auch meistens noch einen Eierstich. Das mag man dann gar nicht. Und ja, aber das ist ja kein Problem. Kann ich mir ja machen, ne? Das ist eine Sache von 5 Minuten in der Mikrowelle. Ja. Ansonsten gehe ich jetzt, glaube ich, ins Bett. Es wird Zeit. Und ja. Ach so, an alle Mamis und werdende Mamis. Habt ihr das auch, dass ihr euch teilweise nicht mal 5 Minuten später an etwas erinnern könnt, was ihr gesagt habt? Also, ich habe heute Sachen offen, also scheinbar zu meinem Mann gesagt, wo ich überhaupt nicht mehr, also wirklich 10 Minuten später habe ich gesagt, hä, wie habe ich das zu dir gesagt? Was, hä? Ja. Er lacht sich immer tot und findet das total lustig. Und ich denke mir nur so, das ist nicht gut. Naja, so, also ich habe jetzt hier genug gelabert und ja, mach jetzt aus, geh ins Bett. Und dann werde ich das Video morgen früh schneiden und hochladen und dann geht's weiter. So ist das. Also, gute Nacht.